Jeder Mensch trägt ein Urbedürfnis in sich. Es ist das Urbedürfnis nach persönlichem Wachstum und Selbstentwicklung. Dieses Bedürfnis kann auf unterschiedliche Weise eingelöst werden. Die meisten Menschen lösen dieses Bedürfnis bis heute ein, indem sie in ihrem Leben Konflikt, Stress und Kampf einladen, kreieren. Durch die Krisen des Lebens werden sie gezwungen, gewissermaßen bestimmte Wachstumsschritte zu tun. Es gibt aber auch andere Wege, dieses Urbedürfnis nach Selbstentwicklung einzulösen. Einer davon ist der Weg der Freude. Den Weg der Freude zu gehen bedeutet, dass wir dieses Bedürfnis nicht unterdrücken und nicht warten, bis das Leben uns dazu zwingt, durch Schicksalsschläge. Den Weg der Freude zu gehen heißt, den Prozess seiner eigenen Bewusstseinsentwicklung aktiv und bewusst in die eigenen Hände zu nehmen. Und damit entwickeln wir Freiwilligkeit und Intensität. Wir tun die Schritte, die unsere Seele tun will, bevor wir vom Leben dazu gezwungen werden. Aber um auf diesen Weg zu gehen, ist es wichtig, dass wir ein Gespür für die Richtung entwickeln. Ein Gespür dafür, wo es lang geht. Und wir müssen erfahren, dass es immer nur ein Ziel gibt. Ein Ziel, auf das wir uns zubewegen. Und dieses Ziel sind immer nur wir selbst. Außer uns selbst gibt es kein Ziel. Und uns selbst zu finden bedeutet, mir meiner selbst bewusst zu werden. Das heißt, meinem vollen Potenzial, meiner innewohnenden Weisheit, meiner Essenz, meiner Göttlichkeit. Und in dem Augenblick, wo wir einen Geschmack bekommen von diesem Ziel, von diesem Sein, haben wir die Möglichkeit, auf den Weg zu gehen. Das heißt, Schritte zu unternehmen, uns selbst zu erfahren, uns selbst kennenzulernen. Tief zu tauchen unter die Oberfläche und unseren Kern, unseren Wesenskern erforschen. Wir sind dann auf dem Weg der Freude.